So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Livestream auf meinem Kanal, Julian LP. Wir widmen uns heute der superschweren Star World. Und ja, ich würde sagen, wir werden dann gleich beginnen. Jetzt höre ich mich hier noch doppelt. So, jetzt ist es besser. Okay. Ich würde sagen, wir fangen sofort an mit Superstar Boulevard 1. Knochenbahn gen Himmel. Oh Gott. Das Comeback eines Knochenbahn-Levels wohl. Aber im Eichenhain-Style. Das ist der Speziallevel der Eichenhain-Welt. Buchhörnchen kann hier, denke ich mal, von Vorteil sein. Ja, jeder kleinste Wirbel auf dem Controller kann dazu führen, dass man so einen komischen Wirbelsprung ausführt. Was schon mal ganz nett hier ist, ist, dass es hell ist. Okay, Starcoin 1. Nee, lass mal. Okay. Ja. Okay, das Flughörnchen rettet mir den Arsch. Direkt mal. Okay. Jetzt habe ich kein Flughörnchen mehr, das mich retten kann. Okay. Vom Ziel! Bitte! Hallo, reicht doch jetzt. Ja. Hui. Das war ja schon mal rasant, dieser erste Level. Aber First Try. Ja. Dann kommen wir ja schon mal ganz gut voran. Das war schon mal sehr... Ja, nervenaufreibend. Superstar Boulevard 2. Weiterlaufen, bitte. Okay. Ach, das war der Shit. Hier muss man, glaube ich, immer den P-Switch verlängern. Oha. Ja. So war das schon mal nicht gedacht. Okay, next try. Okay, sehr gut. Erste Starcoin habe ich. Okay, komm, 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 komm! Ja, sehr gut.
Scheiße. Tarek, moin. Willkommen im Stream. Okay, der nächste Versuch bei diesem... ja, nicht so schönen Level hier. Okay. Das passt ganz gut von der Zeit. Okay, die Starcoin hätte ich. Okay, das hier ist, glaube ich, einfacher. Ja. Hier muss ich halt warten, bis er kommt. Okay, lauf. Ja, sehr gut. Ach Gott, wie schlecht. Das wäre es fast gewesen, aber... der Level ist halt auch scheiße zu spielen, während man im Stream macht. Hier braucht man eigentlich die Hintergrundmusik relativ genau. Dann hört man, diese Schalter sich wieder rückgängig macht. Okay, Starcoin. Okay, sieht wieder gar nicht verkehrt aus. Ja, kurz vorm Ziel abgekratzt. Das ist immer besonders schön. Komm, auf. Alter, das ist immer so knapp hier. Okay, jetzt vernünftig. Ich hab den Rhythmus nicht im Ohr. Ja, okay, es hat irgendwie auch so geklappt. Ein bisschen Glück. Okay. Dann hätten wir schon den zweiten Level durch. Wenn man alle 8 hiervon schafft, erhält man einen 9. Level. Man kann auch hier alle frei betreten. Wir gehen erstmal ins Pilzhaus. Wähle einen Block aus. Ja. Ist das wieder dieses Spielchen? Es gibt 2 sehr wertvolle Items hier. Ja, klar. Ich hab's gesehen. So, was sagt ihr? Ich weiß es. Aber was sagt ihr? Wo sind die guten? Das war schon extrem schnell. Ganz rechts, ja. Hätte ich auch gemacht. Achso, und der ist hier, glaube ich. Glaube ich, ja. Ist auch der Fall. Naja. Haben sie ein bisschen übertrieben. Das Gute ist ja, dass sie das relativ in einer Reihenfolge sozusagen gelassen haben. Aber es nur verdreht haben. Ach, keine Ahnung, was ich schreiben soll. Egal. Wir machen weiter mit
Superstar Boulevard 3 auf der Flucht. Da das ein Wasserlevel ist, nehme ich hier direkt mal den Pinguinanzug. Der ist für Eis- und Wasserlevel geeignet. So. Und zwar ist es ein Unterwasserlevel sogar. Okay. Es ist ein ziemlich beschissener Level, wie man sieht. Denn dieser Fisch kommt vor. Vorteil am Pinguin ist, dass man sehr genau schwimmen kann. Okay. Bloß nicht von dem kriegen lassen. Später muss er mir, glaube ich, auch noch helfen, irgendwie den Weg frei zu machen. Oh! Wie gesagt, wenn man in seinen Mund gelangt, ist man instant tot. Also ohne weitere Chance. Hallo, was ist denn mit dieser scheiß Starcoin? Komm doch mal her hier. Alter, ist die Scheiße, ja. Ja, genau. Krank, das ist unglaublich. In ihn reinschwimmen sollte man wahrscheinlich auch eher nicht. Okay. Mach mal frei hier den Weg. Ach, egal. Ja, klar. Ach. Das ist doch nicht... Ja, jetzt habe ich eigentlich schon verkackt, ne? Eine klitzekleine Chance besteht jetzt, aber ich habe kein Item. Ich bin nicht groß, kein Pinguin oder Blume oder sonst was. Ich hoffe, man kriegt schnell Items. Das Ding ist ja auch, es geht los und nach 5 Sekunden ist dieser Freak da. Ach. Ja, genau. Dreht sich um und kommt direkt her. Ich glaub's ja nicht. Ja. Naja. Hier darf man auch schon mal versagen, glaube ich, in den Leveln. Ich glaube, das ist hier keine... Das ist hier nicht so das Schlimmste. Wenn ich hier ein bisschen rumfail. Aber ich weiß auch nicht, hier wird kein Item sein, nee. Also war es eigentlich völlig unnötig, hier rumzuhängen. Okay. Mach frei. Mach frei, du Affe! Ja, genau. Ich glaube, du hast sie ja wohl nicht alle. Geh doch jetzt dahin und mach den Weg frei, Alter. Was ist das für ein Spast? Komm, gib den Pilz schnell! Ah, er hat ihn getötet, das war die Rettung. Ja, ich hab die Starcoin, komm, schnell. Weiter. Den Weg frei. Und jetzt hau ab da. Wie kann man denn so lästig sein? Alter, weg ist er. Komm. Bitte. Kann ich ihn nicht töten? Scheiße, die sollte man ganz schnell loswerden. Die verfolgen einen. Okay, ja, aber die können mir nichts. Die können mir nichts. Die können mir nichts. Die können mir nichts. Selbst wenn er mich jetzt nochmal trifft, ist mir scheißegal. Ich habe alle Starcoins. Das ist das Wichtigste. Und wenn jetzt nicht nochmal irgendwas passiert, dann hätte ich den Level geschafft. Ja. Das passt doch. Denke ich mal.
Superstar Boulevard 4, Hammerhöhle. Jetzt kommen wir zum Speziallevel der Eiswelt. Schade, ich habe gehofft, hier wäre irgendwo ein Item. Aber nein. Oh, Alter. Geh mir weg mit den Dingern, ey. Das sieht schon mal sehr speziell aus. Okay, ein Flughörnchen. Wie gnädig. Ist hier oben irgendwo eine Starcoin? Nee. Fehlanzeige. Okay, was ist denn da los? Heißt es nicht? Ach so, ja, hab ich schon wieder falsch gemacht. Tut mir leid. Das Level. Wie gesagt, ich höre immer, dass Leute sagen, dieser Level. Das ist immer. Ich meine, das mal immer zu hören. Das verwirrt natürlich. Was? Da geht's nicht rein? Ist hier irgendwo anders noch was? Was machst du denn? Okay, er rettet mich. Dieses. Alter. Komm, geh durch. Da vielleicht. Nein? Aber warum ist da so eine Dings gewesen? Ich glaube, ich habe was verpasst. Ah ne, da unten ist was. Braucht man das Flughörnchen, okay? Das ist ja fies. Okay, jetzt. Das muss, glaube ich, auch. Ich hätte schneller sein müssen, viel schneller, ja. Hm, scheiße. Die Starcoin habe ich schon mal nicht. Naja, der Level ist jetzt etwas entspannter als der davor. Nochmal ein P-Switch. Oh oh. Das sollte ich vielleicht nicht. Hallo, was? Spawnt hier einfach sowas in den Weg? Scheiße, du musst da irgendwie hin. Okay. Das war also die zweite Starcoin, die ich verpasst habe. Ja, so schwer war der jetzt nicht, der Level. Das Level. Oh yeah, Mario time. Nächster Versuch. Okay, ich beeile mich jetzt zur Stelle zurückzukommen. Hier. So, durch, 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 durch. Komm nach oben. Ja, sehr gut. So.
dann hätten wir das geschafft. Boah, die Hälfte der Welt ist durch. Plus den letzten Level noch. So, jetzt kommen wir zum Speziallevel. Servus, Zucchini, moin, willkommen im Stream. Superstar Boulevard 5 vom Dschungel, Unvernunft im Sumpf. Okay, auch den habe ich jetzt noch halbwegs in Ordnung in Erinnerung. Dann kommt Level 6, der ist assi. Dann kommt Level 7, den weiß ich nicht mehr, was das überhaupt ist. Und Level 8 ist absolute Hölle. Da bin ich wirklich dran verzweifelt. Letzten Let's Play. Ah, Flughörnchen. Ach, ich sollte das Pilzhaus. Ach so. Ja, hätte gepasst, ne? Scheiße. Habe ich ja eben auch so gemacht vorher. Ich sehe das leider immer erst verzögert hier mit den Nachrichten. Boah, Alter, was wollen die von mir? Boah. Aha, was haben wir denn da unten? Ja, nee. Ah, ein Leben. Brauche ich nicht. Oh, gut. Die Ranke wäre jetzt nicht zwingend nötig gewesen. Da ich ein Flughörnchen habe. So, jetzt muss ich hier zwischen mich aufhalten. Okay. Das ist ja echt fies. Scheiße! Ah, ich hatte Angst, da dazwischen zu kommen. Ah. Nein. Fort, Flughörnchen. Da unten war nichts, glaube ich. Im Flughörnchen hat man so viele Vorteile hier. Man kann hier einfach weitergehen, obwohl dieses Teil noch gar nicht so weit ist. Das ist schon erstaunlich. Komm, durch. Na, wenn man sich gut anstellt, muss man nicht auf die Münzen hören. Okay. Aber auch jetzt brauche ich das One-Up nicht wirklich. Ah, hier unten. So, wenn man es richtig macht, macht man das so. Klettert dann hier runter, klettert am besten noch in die Lava. Also ich weiß nicht, was das für einen Vorteil bietet. Nee. Nicht Lava, ins Gift. Okay, jetzt vernünftig, komm. Hallo! Okay, die Passage ist wirklich tricky. Die ist nicht einfach. Okay, jetzt muss ich nur noch ins Ziel. Ich flieg da einfach rein. Ja. Dann jetzt das Pilzhaus. Dann kann ich das andere nach dem nächsten Level gleich auch machen. Pilzhäuser sind hier immer ein gutes Backup, um sich die nötigen Items zu holen. Dann jetzt erstmal das hier. Mal gucken, ob das das Spiel ist, wo ihr wieder mitraten könnt. Nee, leider nicht.
Das ist etwas zu sehr durcheinander. Wichtig ist hier das zu merken und oben. Weil oben gibt es jetzt nur einen, also... Unten weiß ich jetzt nicht. Das ist zu zeitverzögert, um da jetzt euch mit zu involvieren. Ja, der Eichelpilz war da gerade eben auf jeden Fall ein Nachteil. Das sehe ich auch so. Bin ich abgerutscht, wollte ich mich kurz runter und dann ist er noch weiter abgerutscht. Das war ja das Problem, weshalb ich in die Lava gefallen bin. Ach, nicht Lava, Gift. Lava ist ein bisschen was anderes. So, mal gucken, was hier so abgeht, denn jetzt habe ich einen schlimmen Level in Erinnerung. Brennende Klippen. Superstar Boulevard 6. Das ist mit so Drehdingern hier. Die Musik passt irgendwie gar nicht. Ja. Hier muss das Timing wirklich immer exakt stimmen, wie man sieht. Ist das andere Pilzhaus wieder da? Die respawnen nach einer gewissen Zeit hier, also die... Wie meinst du das jetzt? Dass es wieder da ist, oder was? Ist das jetzt eine Frage, oder hattest du das gesehen? Wenn das so ist, dann kann das in dem Spiel durchaus sein, ja. Die respawnen irgendwie sofort wieder, glaube ich. Das ist immer der Nachteil an diesen Switch-Versionen von den ganzen Spielen. Die werden... Meistens sind die halt sehr einfach dann. Ach, egal. Da unten ist was. Ja, genau. Seid ihr eigentlich krank oder was? Scheiß Entwickler. Da wünsche ich dir äußerst viel Spaß. Ja. Aber jetzt die Mucke. Was haben die denn hier für eine beschissene Auswahl getroffen? Komm, irgendwas Nettes hier hinten. Ah, sehr gut. Ich hab's gesehen, okay. Ja, dann ist das so. Scheiße, ist das. Also, ich würde wenigstens... Ich dachte erst, dass es wirklich nur ist, wenn man... zum Hauptmenü zurückgekehrt ist, dass sie danach respawnen. Aber wohl nicht. Scheiße. Hallo. Haben die ein Leben oder nicht? Es geht ja noch weiter. Das ist ja hier nicht vorbei. Ja, ich mach das dann aber nicht nochmal. Ich mach die dann nach der Reihenfolge. Ach, komm! Ach, was wollt ihr denn? Sag mal, habt ihr kein Mitleid oder so? Ah! Alter! Genau! Ich glaube, ihr habt ja wohl den Knall nicht gehört. Nicht mal ein Item machen sie hier hin. Ihr seid herzlos, nein. Okay. Kann ich hier kurz chillen? Ja. Ich werde sowas von abkratzen. Geh bitte Ziel. Gib mir das Ziel. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Hab ich's? Nee, irgendwas kommt noch. Ein so ein Feuerrad vom Ziel noch. Genau. Das war zu erwarten, aber... Ja, die erwarten, dass ich hier die Zielfahne auch noch erreichen will, oder was? Ich glaube, da gehe ich lieber ins Ziel. Statt, dass ich da nochmal verrecke. Alter. Der Level hat jetzt reingehauen. Tatsächlich, das ist einfach wieder da. Dann respawnt es nach einer gewissen Anzahl an Leveln. Gehe ich von aus. Ja. Okay, hier kann leider wieder nicht interagiert werden. Das Wichtigste ist wieder der obere.
Ansonsten kriege ich hier nämlich gar nichts. So. Und so. Ja. Ein Propellerpilz. Weiß ich nicht, ob man den nochmal einsetzen kann. Der ist jetzt eher nicht so das Item, was in diesem Spiel geeignet ist. Drei Stück. Okay, dann nächster Level. Okay, ich setze ihn ein. Superstar Boulevard 7. Lakitu, Lakitu, Lakitu. Ja. Nee, jetzt ist es nicht respawned. Oder? Nee. Ist es nicht. So, das Speziallevel der Wolkenwelt. Ach, das ist sowas mit diesen Schiebeblöcken hier. Ja, ja. Ach, komm her, Alter. Belästige mich nicht. Okay, 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 okay. Komm her, hier ist was, hier ist was, hier ist was, 100%. Scheiße! Mann. Komm her, Mann! Ich kann ihn nicht einfangen. Was ein Spinner. Komm her! Das ist doch nicht die zweite Starcoin, das ist doch safe schon die dritte. Nein? Irgendwo ist doch was in der Luft, wenn die Viecher hier sind. Ja. Das habe ich mir gedacht, dass das ein Fail wird. War schon so fail-verdächtig. Ach. Wozu denn die ganzen schönen Items verschwenden? Im letzten Level könnte ich welche gebrauchen. Ich glaube, der wird gleich richtig reinhauen. Der hier, ja, der wird gehen noch. Jetzt, also ich glaube, den schaffe ich nachher jetzt 2-3 Versuchen. Aber den letzten, nee. Niemals. Das wird 20 Versuche mindestens brauchen. Ah, 20 ist ein bisschen übertrieben. Hier sollte man aufpassen, das ist man ganz schnell zerquetscht. Bastarde! Habt ihr keine Hobbys oder was? Doch woanders andere Leute. Komm, nein! Es wird... Egal, egal, egal. Da ist die Starcoin. Ich brauche einen von euch. Die Starcoin. Komm her, du Hobbyloser. Ach, hier vorne. Toll, jetzt sind die weg oder was? Oh. Ich muss doch da irgendwie zurückkommen. Jetzt komme ich nicht zurück. Doch, da ist noch einer von euch. Komm her. Ach nee. Ich glaube, ich muss ins Ziel gehen und es nochmal versuchen. Ja. Schnapszahl auch noch, oder was? Scheinbar ja. Ein Pilz. Sehr hilfreich.
Okay, ich nehme einen Propellerpilz und hoffe, dass ich zu der Stelle hinkomme. Ich habe keinen Bock. Deren Wolke klauen zu müssen. Wenn, dann will ich mit dem Propellerpilz eine Wolke klauen von denen. Okay. Hast du nichts zu tun oder was? Komm her, Mann. Das war überhaupt kein Treffer. Jeder sieht das, außer dieses Scheißspiel. Ja, jetzt wollen sie richtig betrügen. Gib mir irgendwas, gib mir diesen Scheißpilz hier. Verschwende ich nicht wieder unnötig einen von den guten. Dann muss ich die an irgendeiner Stelle abfangen, wo es besser passt. Das ist doch scheiße. Okay, komm, gib den. Ja, natürlich fährt er da auch noch in den Abgrund, klar. Ja, klar, fliegt da halt noch behinderter. Okay. Och, komm schon. Die sind schon taktisch gesehen ganz große Arschlöcher. Aber jetzt habe ich ihm seine dreckige Wolke geklaut und der ist auch tot. Ich sollte jetzt in der Position bleiben, dass ich gleich den nächsten töten kann. Kommt mit. Ah, okay, mit dem Propellerpilz hätte ich es nicht mehr machen können. Also es ist gut, dass ich vielleicht gestorben bin. Okay. Hätten wir auch hier alle drei Starcoins. Wie auch immer. Ja, kommen wir schon zum schlimmsten Level gleich. Erstmal das Pilzhaus wieder. Ach, jetzt gibt's fünf. Wahrscheinlich drei Bowser, ja. Ja, okay, ich habe keine Ahnung. Habt ihr noch was gesehen? Ich habe eine Tendenz. Und zwar der zweite und der fünfte ist meine Tendenz, aber sicher bin ich mir nicht. Ja, okay, dann. Ja, direkt verkackt. Völlig falsch.
Der dritte und der vierte wären es gewesen. So ein Pech aber auch, ja. Wie ärgerlich. Ja, nach beiden versucht zu gucken und kam durcheinander. Ja, das habe ich auch probiert. Da hat es dann wohl auch dran gescheitert. Superstar Boulevard 8. Mysterium der Morgensternfestung. Ja, das ist der schlimmste Level aus dieser Welt. Ja, der sechste war auch nicht einfach, aber den habe ich irgendwie geschafft. Okay. Eisblume, sehr gut. Kann man die Viecher töten, immerhin. Ja, man sieht schon, hier geht's richtig ab. Diese schwingenden Kugeln hier sind wirklich eine dreckige Scheiße. Ja. Das war schon mal der erste Gegentreffer. Diese Blöcke hier sind besonders scheiße. Den kann man kaum stehen. Die fallen nach wenigen Sekunden runter. Ja. Ja, klar. Ich glaube, ich muss hier runter, dann hoch und dann tot. Ich glaube, an sich ist das die Strategie für diese Passage. Erster Tod schon mal bei dem Level. Ja, Items brauche ich hier nicht. Braucht schon Items bei so einem Level. Okay. Okay, komm hoch, 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 hoch. Es gibt hier leider keine Items. In dem Level wollen sie alles wissen. In dem Level wollen sie richtig gucken, ob du was drauf hast. Wieder diese Stelle. In dem Fall, ja, ist es schwer, den Gegentreffer in Kauf nehmen, aber dann vielleicht das ganze restliche Level ohne Item. Das hat auch keine Option eigentlich. Okay. Dann next try. Dritter Versuch. Kann nur besser werden. Eigentlich. Hier kann man in der Ecke springen. Das weiß ich noch. Oh, aber das sollte man dann natürlich so machen, dass man dann hier durchrennt. Ja, genau. Aber es gibt einen Pilz, wenn man hier klein ist. Das ist schon mal nett. Was ist das denn? Nee, zurück, zurück, zurück. Hey, jetzt schnell, 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 schnell. Stimmt. Man kann versuchen, über diese kleinen Abgründe drüber zu laufen. Das ist eine Option tatsächlich. Gut oder schlecht ist die andere Frage natürlich. Aber wir werden es jetzt sehen gleich. Über einen Blockabgrund kann man drüber laufen, wenn man schnell ist. Komm. Okay, irgendwie mit Glück. Tatsächlich, das geht. Aber jetzt muss man hier vorsichtig sein.
Da kann ich nicht drüber. Ah, okay. Nein! Ach Gott. Das war ganz billig. Habe ich schon eine Taktik rausgefunden und dann, ja. Komm, 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 komm. Nein. Nee, 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 so nicht. Ja, ist eh egal. Den Treffer kann ich eh in Kauf nehmen. Was Besseres als einen Pilz kriegt man da nicht. Muss kurz weg, kommen wir gleich wieder. Ja, ach! Unglaublich. Dann bis gleich. Ja, da fühle ich mich jetzt leicht verarscht bei diesem Tod. Weiß nicht, warum der Block jetzt runtergefallen ist. Und ich hatte natürlich recht, es ist das Fail-Level der Sternenwelt. Okay. Komm. Ja. Wie gesagt, hier gibt es kein Item. Hier sind sie nicht so nett. Aber das Level soll ja auch brandgefährlich sein. Das ist wirklich scheiße. Wenn man da einmal den Block zu viel erwischt, hat man gleich verloren. Geht sofort weiter. Okay. Nächster Versuch. Ich geh gleich hier raus, ey. Nee. Alles ist gut. Ich muss mich beruhigen. Jetzt, komm. Der Level, das Level, immer hat's nochmal in sich. Egal, egal. Okay, komm, komm, hol dir die Starcoin. Diesmal richtig, ja. Natürlich steht da so ein scheiß Assi. Propellerpilz kannst gar nichts anfangen hier. Okay, durch, 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 durch. Arschloch. Komm. Durch, 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 durch. Jetzt
Springen, 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 springen. Auf der Stelle. Okay, durch, 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 komm. Ja. Ja, nee, ist klar. Ich glaube, ich muss komplett los. Das ist unglaublich. Komm, geh durch! Ja! Zweite Starcoin, okay. Komm, töte den noch! Ja. War ein Risiko. Okay. Komm. Warum? Ach nein. Ich hasse dieses Spiel. Nächster Versuch. Hey. Das bringt nichts. Wenn ich rechtzeitig zurückkäme. Ja, guck, habe ich dir das Backup. Bin back. Mhm. Ja, viel verpasst hast du auch nicht. Ich bin nicht weiter als vorher. Gut, bei meinem Versuch gerade war ich ein Stückchen weiter, aber... Geschafft habe ich den Level immer noch nicht. Ach herrje. Naja, hier ist auf jeden Fall. Jetzt bin ich weiter schon mal als eben. Das kann man festhalten. Aber wenn man sich den Raum auch nur anguckt, dann sieht man schon, wie krank das ist. Man muss erst hier runter. Okay. Schön und gut. Muss man es hier in die Mitte schaffen? Hier hoch? Na, nee, 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 nee. Hier hoch, hier hoch! Hier hin! Scheiße, ich hab die... Ich hab die Coin nicht! Ich hab die Coin nicht! Gib die Coin her! Okay. Sehr gut, very nice. Okay, das sollte ich jetzt nicht nochmal riskieren. Boah! Bitte. Bitte, lieber Gott. Gib den Pilz! Gib den Pilz her! Okay. Okay, komm, 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 komm. Das ist so krank, dieser Level. So eine kranke Scheiße. Komm, geh durch, geh durch, geh durch. Ach ja, je, was soll das denn? Wie kann man dieses Level first tryen? Ich verstehe es nicht. Wie kann man das im ersten oder zweiten Versuch schaffen? Es gibt ja tatsächlich sicher Leute, die das schaffen. Gut, es gibt sicher auch Leute, die gar nicht sterben im gesamten Spiel. Gibt sicher auch. Es sind dann meistens irgendwelche Japaner.
die den ganzen Tag nur zocken. Denke ich jetzt mal. Ja, ich habe dieses Level gesagt, tatsächlich. Ausnahmsweise mal. Hab mal drauf geachtet. Wieso? Ich war doch da oben drauf! Wer hat denn... Das hat man gesehen. Jeder hat das gesehen. Scheiße, mein Controller. Ist bald leer. Das wäre jetzt nicht so vorteilhaft. Okay. Durch. Gut, wie man diese Stelle allerdings ohne Hit schaffen soll, das kann mir auch nur der liebe Gott erzählen. Wie er das gemeint hat, muss er ja begründen. Wie er so ein Level erlaubt hat. Man muss hier gar nicht diese... Man kann die auch getrost ignorieren, wie man gesehen hat. Diese Käfer hier. Können sich hier noch ein Leben machen, aber... Pff. Wie sehe ich denn aus? Wenn ich so geizig bin und sage, jetzt brauche ich auch noch ein Leben. Bei 92 Leben. Okay, wie sollte man hier vorgehen? Ja, am besten geht man gleich sterben, denn man hat eh keine Chance. Okay, ja, egal. Egal! Ja. Warte, bis er bei dir ganz links ist und dann rüberspringen. Okay. Ich werde es probieren gleich, wenn ich wieder an der Stelle sein sollte. Das ist meiner Meinung nach der asozialste Level des gesamten Spiels. Was? Scheiße, das war gerade mal so gut und dann versaue ich es mir, indem ich in den nächsten reinrenne. Hm. Okay, das hier ist ja durchaus machbar. Komm rüber. Okay, dann bin ich jetzt doch mal so geizig und mache mir ein Leben. Oha! Das wäre fast der Tod gewesen. Bei diesem hier. Ach so, das hier ist so. Ja. Vielen Dank. Eigentlich offensichtlich. Was? So einfach? Egal, das wird ein Gegentreffer. Nein! Scheiße!
Hier ist die letzte Starcoin. Und weißt du was? Den Gegentreffer nehme ich aber sowas von in Kauf. Komm, bitte, 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 bitte! Nicht noch einer von diesen Dingern. Hier sind noch ein paar Blöcke. Ja! Yes! Okay, auch der asozialste Level ist geschafft. Jetzt kommt noch ein, ja, Chill-Level, sag ich jetzt mal. Ich glaube, das war so eine Art Chill-Level. Hier, der in der Mitte, das ist der goldene letzte Level. Das freut er sich jetzt. Der letzte Level steht zur Verfügung. Dir wurde der vierte Stern verliehen. Okay, der letzte fehlt noch, der fünfte. Fünf Glitzer. Nice, danke. Waren, glaube ich, so 10 bis 15 Versuche, die nötig waren. Wie ist der Level? Ich weiß es gar nicht. Den Panzer im Visier oder so hieß das, glaube ich. Ich glaube, der erledigt sozusagen den Job für einen. Man muss jetzt einfach nur zugucken. Ja. Oh, ein paar Leben kriege ich auch noch. Das ist ja korrekt. Ja, jetzt sind gleich alle Leben voll. Ja. Ach, noch ein Leben. Ich krieg ja nicht jetzt schon genug. Das ist wirklich nur nochmal so ein Bonus-Level, würde ich jetzt mal behaupten. Aha. Ah, ich dachte, da wäre was. Okay, schnell, schnell. Nicht aus dem Auge verlieren. Na, hier ist die zweite Starcoin, da ist die dritte. Wie geil ist das denn? Okay. Jetzt muss ich hier wohl selber. Hä? Komme ich denn zu der Starcoin? Das erklärt sich mir nicht. Da oben auch. Ich glaube, der Panzer. Ah, ich glaube, hier hätte ich aufpassen müssen. Bisschen. Sind hier noch welche? Ich glaube nicht. Ja, sprich, die zwei Starcoins muss ich nochmal holen. Naja. Ja, meine Spielbewertung von dem Spiel war, glaube ich, irgendwie 8,1 von 10 Punkten. Ach so, geil. Sterben auch nochmal. Naja. Das war wohl nochmal nötig. Wie ich das gemacht habe, wie gesagt, ich kann es nicht erklären. Wie mir das immer passiert. Nee, Item wollte ich jetzt nicht. Eine 8,1 von 10 würde ich dem Spiel mal geben, wenn ich es bewerten muss. Achso. Ich sollte die Sternmünze schon einsammeln. Die letzten beiden kommen erst am Ende. Ist das jetzt hier alles so wichtig oder was? Ich glaube, hier kann ich auch einen neuen werfen. Okay. Okay, jetzt muss ich genau aufpassen. Scheiße, das war eine ganz schlechte Idee. Ja. Ach, das ist doch echt dämlich.
Da unten muss ich diese Ranke aktivieren. Damit komme ich nicht wieder da hoch. Na, dann bringe ich jetzt erstmal die Starcoin ins Ziel. Die könnte ich zur Not auch mit dem Propellerpilz holen. Ja. Aber die zweite halt nicht. Kriege ich jetzt schon den fünften Stern oder muss ich dafür noch die Starcoins holen? Nee, dafür sind die Starcoins erforderlich. Ach toll. Ich nehme den mal auf Reserve mit. Ja. Dann auch noch gestorben. Nicht mal geschafft, ihn zu stoppen. Das ist schon übertrieben schlecht gewesen. Hey, was soll das denn? Jetzt will das Spiel mich nochmal verarschen. Von wegen Chill-Level. Nee, eigentlich ist es einfach. Aber ich mach's mir wieder zu schwer. Ich glaube, Fans von Items sind hier auch nicht in dem Level. Nee, ne? Auch nicht schon wieder. Ach, hier ist ein P-Switch. Geh da hin. Ach, das ist doch scheiße. Kommen die zwei Starcoins nicht. Da ist eine Ranke, die muss ich aktivieren. Oh yeah, Mario time. Ja. Okay. Okay, sehr gut. Die zweite Coin habe ich auch schon mal. Und jetzt fehlt noch die dritte. Okay, hier sollte ich eigentlich so vorgehen, dass ich einen Koopa mitnehme. Also das wäre, glaube ich, besser. Und ich den bis zum Ende mittrage.
Dann hätten wir das Spiel geschafft, eigentlich. Aber das wird natürlich nicht der letzte Livestream sein. Es gibt noch so viele Bonusinhalte. Ja, genau, spring rein in den Spasti. Das Traurige ist, die 4-5 Tote zählen sogar. Ich mache mich dann nach dem Projekt ans Auszählen. Tode. Ja, die Batterie ist sehr schwach vom Controller, das ist ärgerlich. Was soll ich machen? Okay, schnell, 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 schnell. Okay. Damit wären wir durch mit New Super Mario Bros. U Deluxe. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, was es noch zu bemängeln gibt, was ich nicht gemacht habe. Außer, dass ich Mopsy jetzt nicht gefangen habe, überall. Aber eigentlich soll man die Sterne auch bekommen, 5, wenn man alle Level-Ausgänge gespielt hat. Du hast alle Sternmünzen gefunden. Okay, dann ist es doch eine Bedingung. Frage ich mich nur. Also ich kann das jetzt nicht alles auf einmal zeigen. Wir gehen einmal zum Hauptmenü. Ja, jetzt, was noch sein könnte, ist... Nee, doch, ich habe alle Ausgänge. Ich muss doch irgendwie Mopsy fangen. Aber ich weiß nicht, wann der spawnt. Das ist so ein bisschen das Problem. Sonst würde ich es offscreen machen und auf Discord einen Screenshot dann hochladen. Ich muss jetzt erstmal zum... Alle Level gespielt habe ich, denn auf dieser Webseite, wo ich geguckt hatte, stand entweder Mopsy fangen oder alle Level Ausgänge finden. Alle Sterne hier. 5 Sterne. Also. Erster Stern fürs Besiegen von Bowser. Zweiter Stern erlangen des Star Coins. Erlangen aller Sternmünzen auf dem Superstar Boulevard. Dann hat sich das geändert, weil dafür habe ich ja auch nichts bekommen. Vierten Stern fürs Fangen von Mopsy. Nee, dann hat sich das geändert. Nee, das ist dann nicht das Ziel. Da muss ich Mopsy noch irgendwie fangen in den einzelnen Welten. Angeblich habe ich ihn zweimal gefangen. Obwohl ich der Meinung bin, ihn auch hier gefangen zu haben. Es kann sein, dass ich so blöd war und nicht gespeichert habe. Dann kann er auch nicht respawnen. Dann würde ich sagen, mache ich es offscreen. Ah, tatsächlich. Ich war zu blöd, es zu speichern. Okay. Igluckluck. Jetzt muss ich ihn hier noch fangen. Und in 5 weiteren Welten, sprich, das muss ich offscreen machen. Eigentlich, also das kann ich jetzt nicht bringen. Muss wahrscheinlich dann... Er hat sich natürlich den beschissensten Level ever ausgesucht. In der Wasserwelt. Ja, das behindert doch alles.
Okay, dann hat er nicht gespeichert. Toll. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Im Nachhinein oder jetzt. Das ist egal. Lasst ein Abo da, ein Like von mir aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Livestream wieder. Und dann holen wir uns den letzten Stern. Beziehungsweise den werde ich dann auf Discord posten. Okay, ciao.